Aber was soll man machen? Kann man nichts machen, kann man nur gucken, doof. So, wir sind jetzt hier so weit, dass der Rumpf bis nach vorne gezogen ist. Jetzt stelle ich mir erstmal die Frage, passt das von der Länge her? Würde so schätzen, nein, auf keinen Fall. Das passt auf keinen Fall von der Länge her. Bedeutet, wir werden es noch weiter nach vorne ziehen müssen. Wir können aber nur noch maximal bis hierhin, weil ab hier ist Kobbel. Oder wir werden den Kobbel zeitweise entfernen müssen. Schauen wir gleich erstmal, wie das dann von der Länge her aussieht. Ob das bisschen schon reicht. Man muss ja bedenken, das Deck vorne, das ragt ja auch nochmal nach vorne. Möchte nämlich dieses Mal nicht das Schiff nämlich nochmal abreißen und nochmal neu bauen. Darauf habe ich nämlich gar keine Lust. Natürlich wird man dieses große Schiff dann später auch nochmal, also, was heißt nochmal? Man wird dieses Schiff später bewegen können, natürlich, mit der Archimedes-Schiffsmod. So wie wir dieses kleine Schiffchen bewegt haben, so werden wir das große Schiff auch bewegen können. Und ich freue mich tierisch darauf. So, es ist Tag geworden, yay! Ist noch mal ein bisschen Holz, aber das bisschen Holz reicht leider nicht aus. Ah, scheiß Müll hier. So, wir gehen kurz nach dort hinten, schauen, ob da noch mal was gespawnt ist, und wir müssen mal das Jetpack mal ausziehen, weil die Energie ist fast raus aus dem Teil. Ist hier nichts weiter gespawnt? Nee? Okay. Schauen wir mal, wo wir noch einen Baum pflanzen können. Hier sieht's doch gut aus. Gut, dass wir Knochen mehr haben. Wir haben auch nochmal 5 Knochen von den Skeletten bekommen. Sehr schön. Und hier ist ein nächster großer Baum. Zack. Alles fällt hier herunter. Alles. Ist wirklich sehr, sehr viel. Es ist ja noch einiges an Holz dort oben. Das ist nochmal was runter. Achso, das ist verbuggt. Okay. Dann lasse ich das erstmal. Ist hier noch ein Setzling gedroppt? Ich nehme ja Setzlinge sehr, sehr gerne mit. Habe ja inzwischen schon 14 plus gemacht. Ist geil hier. Wow, das ist aber nicht so geil. Schaut mal, was da alles ist. Auch Werwölfe. Wird alle nach und nach aus der Distanz besiegen. Ja, du denkst, du kannst mich hier angreifen. Wieder so ein scheiß Werwolf. So, den haben wir auch easy besiegt. Aber es war dort hinten noch irgendwo ein Creeper. Das muss ich unbedingt besiegen. Ja, dort rechts ist er. Gut, dass wir einen sehr guten Bogen haben. Aus der Distanz ist das sowieso dann immer besser. So, gut, weiter geht es hier. Vorne. Wow. Allerdings brauchen wir, glaube ich, gleich trotzdem noch mal unser Jetpack. So, das war jetzt so. Unklug von mir gemacht. Machen wir jetzt mal so. Das hier rüberziehen. Und dann kann ich gleich mal nach oben schauen. Ob das von der Länge passt. Ich würde sogar behaupten, nein. Dann machen wir es halt so, dass wir den Kobbel hier kurz mal wegmachen. Weil den können wir dann nicht gebrauchen. Müssen wir so ein bisschen über, dass das Schiff ein bisschen in der Luft ragt. So, wie viel Energie haben wir noch? Da geht nur ein kurzer Flug. Und ich meine so, es reicht nicht. Hatte ich recht. Okay, dann heißt es hier den Kobbel entfernen. Und zwar, wir brauchen ja nur diesen Kobbel hier wegmachen. Worauf ich auch mal Bock hätte, unsere Werkzeuge zu modifizieren. Darauf hätte ich auch mal Bock. Könnten wir bestimmt auch demnächst mal machen.
Weil damit könnten wir dann noch schneller abbauen, die würden noch geiler aussehen. Momentan haben die ja gar keine Modifikation außer dieses Autorepair. Und da kann man noch einiges machen. Gerade so eine Spitzhacke mit Effizienz ist schon geil. Könnte da direkt auch, glaube ich, Glück mit drauf machen. Sind ja keine Verzauberungen, sondern Modifikationen. Das ist so ein bisschen anders. Es gibt zum Beispiel Autoschmelzen, bedeutet, wenn wir Kobbel oder Stein abbauen. Auch Kobbel, wenn wir auch Kobbel abbauen, wird das sofort geschmolzen und kommt Stein raus. Oder Erze werden sofort geschmolzen. Also auch nicht so verkehrt. So, jetzt erstmal kurz schauen, wie weit nach vorne wollen wir überhaupt gehen. Und warum habe ich eine Holzschaufel? Scheiß Werwolf. Die zwei Erde brauche ich hier auch nicht. Holzspitzhacke. Gehen wir mal hier zur Mitte. Da ist die Mitte. Ich will mindestens noch bis hierhin. Ich würde sagen, das ist auch richtig so. Ja doch. Ich möchte ein schönes großes Schiff haben. Nicht irgendwie hier irgendwelche Einschränkungen. Ich denke sogar, wir werden das Schiff dann schon vorzeitig ins Meer lassen, weil wir nicht genügend Platz für Mast haben. Guck mal, da wird ungefähr die Ebene sein, auf dem Deck drauf. Und dann, der Mast, der ragt ja bis nach ganz oben dann. Was wir aber auch bedenken müssen, dass die Blöcke überall verbunden sein müssen. Es darf nichts überkreuzt sein, wie zum Beispiel. Ach, shit. Da muss mein Jetpack da. Ja, joch. Wie zum Beispiel hier. Das darf später nicht sein. Natürlich wird das noch alles verbunden. Das machen wir noch. Aber darauf müssen wir halt auch Acht geben. Ich möchte das mal da kurz haben. Ups. Kann ja hier mal kurz so einen Eingang reinbauen. So. Da brauche ich hier nicht andauernd mein Jetpack ausrüsten, wenn ich mal raus möchte. Oder so. So, wenn wir jetzt hier alles aufgebaut haben, werden wir nochmal dementsprechend nachschauen, ob es dann besser aussieht. Allerdings brauche ich vorher erstmal ein bisschen Holz. Na, klasse. Ja, Holz fehlt mir wieder. Ja, moin. Hier rein und dann mein Jetpack schnell da hoch. Wir müssen halt aufpassen, wenn die Energie leer ist, geht das Jetpack kaputt. Und dann können wir es nicht wieder herstellen. Wird denn da herum? Was ist das? Da kriegt ein Schmetterling andauernd Schaden. Lol. So, erstmal kurz die Setzlinge abholen, die hier gedroppt sind. Falls hier irgendwelche gedroppt sind. Ja, hier. Ja, ein paar Stück. Hier ist sonst weiter nichts gedroppt. Machen wir dann hier auch den nächsten Baum hin. Hier in die Ecke. Schöner Baum. Leider nicht ganz so groß, glaube ich. Wie viel Holz kriegen wir raus? Ja, wenigstens über den Stack. Immerhin. Damit kommen wir erstmal wieder weiter. Und jo. Hier sind immer noch nicht alle Blätter weg. Aber beim nächsten Mal sollten da alle Blätter weg sein. So, vorsichtig. Da sind vier Creeper. Besser. Alle weg. Mistviecher. Scheiß Mistviecher. Ey, hau nicht ab. Er will sich im Schatten verstecken. Bringt ihm aber rein gar nichts. So. Noch jemand da? Nee. Dann gehen wir mal nach vorne hier hin. Und machen hier mal weiter. Hier blendet ein Glück die Sonne auch nicht. Das ist sehr, sehr gut. Und wie schön das Meer aussieht, ey. Ich mag Shader über alles. Also wirklich. Es gibt ja auch wirklich Leute, die Shader eher weniger mögen. Ja, ist ja eine Geschmackssache sozusagen. Kennt da zum Beispiel auch einen, der eher weniger Fan von Shadern ist. Aber ich finde dieses Realistische hier mit dem Wasser und Schatten und Sonne einfach so mega cool.
Ah gut, ich bin halt auch eher der Survival-Spieler. Derjenige, den ich da jetzt meine, vielleicht schaut er auch gerade diesen Part, dann weiß er bestimmt, dass er auch gemeint ist. Er zockt halt eher PvP-mäßiges. Und da braucht man eher weniger Shader halt einfach. So, das Holz war sehr, sehr knapp, aber letztendlich hat es gereicht. Nein, reicht nicht. Zwei Holz fehlen mir. Zwei Holz, ernsthaft? Egal. Ich werde kurz nach Hause rennen und mal das Jetpack aufladen. Bei mir ist das jetzt einfach zu riskant. Ich habe keinen Bock auf, dass ich ein neues Jetpack baue. Zumal ich muss mich dann auch erstmal wieder in die Mod reinfinden. Das ist erstmal eine Sache für sich. Wir hätten zwar hier noch eins, aber das werde ich nicht verwenden, weil ich das immer noch zerstören möchte. Habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Hier, Bedbox. Oh, meine Schuhe. Meinen jetzt hier auch schon. Ich brauche mal wieder Energie. Ja, weil ich öfters von einer hohen Stelle runtergefallen bin. Und dementsprechend verbrauchen halt dann die Schuhe ein bisschen mehr Energie. So, das passt. Jetpack passt auch. Wunderbar. Wir können wieder zurück. Es wird gerade auch Nacht. So, erstmal Jetpack auf. Dadurch und schnell hochfliegen. Ja, ich wusste es, dass hier Monster sind. Obwohl, ich sollte erstmal hier schauen, ob hier alles clean ist. Aber hier ist alles clean, bedeutet, ich kann mich ruhig hier hinstellen, wo ich jetzt nicht unnötig Energie verschwende. Oh, der hat einen schönen Hut auf. Gib mir den Hut! Haben wir eigentlich einen Hut auf? Schau ich gleich mal nach. Ja, wir haben so einen Zylinder auf. Was war denn hier nochmal? Hut, hier. Ja, hier sieht man so ein bisschen das schlecht. Egal. Machen wir mal hier weiter. Jetzt ist es hier dunkel. Ich brauche Holz. Ja, moin. Nicht dran gedacht. Nicht dran gedacht. Ja, egal. Ich werde gleich auch eh die Aufnahmesession beenden. Bedeutet, wir machen jetzt immer Folgendes. Mit dem Jetpack fliegen wir mal hoch, schauen mal, ob das schon mal so weit passt. Damit bin ich viel mehr zufrieden. Das passt so. Und gehen dann mal zurück, schlafen kurz in unserem Häusle. Dann werden wir mal was anderes machen. Und zwar, unser Essen geht uns zur Neige. Bedeutet, in der nächsten Aufnahmesession hätten wir kein Essen mehr. Bedeutet, wir werden uns mal kurz darum kümmern, dass wir mal ein bisschen Essen ranholen. Aber ich möchte nicht irgendwie was Einfaches. Ich möchte was ganz Spezielles. Bedeutet, wir machen mal hier Add Food Plus. Und schauen uns mal, was könnte man denn uns, oder was könnten wir uns gönnen? Wir hatten schon mal Pommes mit Ketchup. Aber, ja, das hatten wir ja schon mal. Daher machen wir mal was anderes. So ein Cheeseburger wäre schon geil. Aber da brauchen wir rohes Rindfleisch. Das haben wir ja weniger. Was könnte man denn noch so machen? So ein Donut. Karamell-Donut. Brauchen wir einen Donut? So. Nur Weizen. Das kriegen wir hin. So einen schönen, leckeren Karamell-Donut. Karamell kriegen wir wie? Ach, Karamell kann man nicht so bekommen. Naja, normaler Donut passt auch. Da Donut gibt's. Ey, das ist auch geil. Slime Donut, lol. Also ein leckeren Donut. Weiß nicht, wie viel Herzen der wieder macht, gut macht, aber brauchen wir Weizen. Dann holen wir uns mal Weizen ran. Oh, vom Feld. Jetpack brauche ich jetzt hier für nicht. Weiß nicht, ob wir da in der Kiste noch ein bisschen Weizen haben oder ob wir mal kurz das Feld abfarmen müssen. Hier ist noch ein bisschen Schnee, das mache ich mal kurz weg. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da hinten ist noch ein Skorpion. Am Tage sind die ein Glück friedlich. Der trägt auch ein paar Kinder aus.
Und ja, das Weizen ist natürlich gewachsen. Wir haben davon drei Felder. Ist schon krass. So, hier in der Kiste ist nur eine Hacke. Ist okay. So, ach nee, wir müssen ja rein. Ich wollte jetzt zur Rätselumschaltung, aber wir haben das ja hier oben hingebaut. Bedeutet einfach mal hier so hochlaufen. Und dann mal Wassermarsch. Da stimmt irgendwas hier oben nicht. Trotzdem lasse ich mal kurz Wassermarsch noch weiterhin. Hat ja eine Weile gedauert, aber trotzdem stimmt hier was nicht. Schauen wir mal kurz hier das Wasser komplett mal weg. So, jetzt nochmal. Das Problem ist, dass so mancher Kies später runtergeht. Das ist doof. Müssen wir halt hier mal so ein bisschen was hier zerstören und dann passt das auch. Okay, dann sammeln wir mal alles erstmal hier am Rande auf. Leider haben wir jetzt ein volles Inventar, bedeutet, da können wir eigentlich kaum was aufsammeln. So, machen wir erstmal das Weizen hier rein. Ein paar Setzlinge. Wie viel wir bekommen durch eine Zufuhr hier. Ich sortiere mal kurz das Inventar, dass wir hier ein bisschen geordnet haben. So. Setzlinge müsste ich eigentlich. Ja, nehmen wir mal mit. Da das jetzt doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, werde ich kurz das Feld bepflanzen und dann beende ich die Aufnahmesession. Bedeutet, die Donuts machen wir uns im nächsten Part dann dementsprechend. So, ist das lange her, dass ich hier oder generell mein Feld wieder angepflanzt habe. Auch hier, ja, man kriegt hier, ups, shit. Man kriegt hier so viel Weizen durch einmal abfarmen, bedeutet, da braucht man eigentlich theoretisch diese zwei Felder nicht, aber naja. Ich nehme mal generell nochmal ein bisschen Weizen mit. Ich hoffe mal, ich weiß beim nächsten Mal noch, was ich machen wollte. Sonst. Ach, ich kann das hier. Wisst ihr was? Wie ich das, mir das merke? Du. Jetzt. Du. Nat. So. Oh, gibt's da Schoko? Nee. Zucker. Oh, Strawberry. Geil. Aha. Oh, doch, Schoko gibt's auch. Ja, geil. Schokobohnen, also Kakaobohnen und Zucker. Ja, so ein leckerer Schokodonut. Oh, jetzt kriege ich auch auf Donuts richtig Bock. Normalerweise hätte ich sagen können, ja, gehe ich morgen früh zum Bäcker. Doch leider hat in meinem Dorf der Bäcker zugemacht endgültig. Zu wenig Kunden. Und der war über 20 Jahre auf. Also, seitdem ich lebe, war der auf. Das ist voll traurig, finde ich. Ah, naja, was soll der Bäcker machen, wenn keine Kunden kommen? Die Ware war 1A, meiner Meinung nach. Und der Bäcker hat sich immer viel Mühe gegeben. Aber naja. Was soll man machen? Ihr seid nur so ein kleiner Landbäcker gewesen. Der hat noch einen Sitz in der Nachbarstadt, den Hauptsitz gibt es da noch. Der bleibt da auch. Aber ja, der einzige Nebensitz hier in meinem Dorf. Ich wollte gerade schon den Namen meines Dorfes nennen. Lol. Der hat leider zugemacht. So, wir sind hoffentlich fast unten. Weil eigentlich müsste das Weizen auch. Ja, eigentlich müsste ich mehr Weizen bekommen haben als Felder.
Aber das Weizen, was ich hier habe, ist. Was? Ah, okay. Hier. Ist vorbei. So. Dann mache ich hier den Aufnahmestopp. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und bye bye.